Moin Moin und herzlich willkommen. Heute geht es nach Bremen auf den Reisemobilstellplatz am Kuhhirten. Der Stellplatz befindet sich nicht weit entfernt von der Weser und hier gibt es ausgezeichnete Radwege in alle Richtungen. Vor dem Stellplatz befindet sich an der Seite eine Haltelinie. Hier können wir erstmal parken und gucken, ob wir einen passenden Platz finden. Haben wir dann einen Platz gefunden oder fahren einfach so drauf los, dann stehen wir direkt vor der Schranke auf diesem Stellplatz. Hier können wir denn ein Ticket ziehen, welches, wie wir hier sehen können, pro Nacht 17 Euro kostet. Direkt hier befindet sich dann auch der Kassenautomat und wie wir hier sehen können, sind Anhänger und PKWs auf dem Gelände nicht gestattet. Aber das ist kein Problem, es befinden sich ausreichend Parkplätze, wo wir Anhänger oder PKW abstellen können. Gleich vorne beim Eingang befindet sich das Gebäude mit den Toiletten und Duschen. Die Toiletten und Duschen waren immer sauber. Jedoch musste fürs Duschen dann bezahlt werden. Auch eine Mülltrennung befindet sich gleich in diesem Bereich und auch eine Entleerung für die Chemiekassetten. Weiterhin befindet sich hier auch ein Ablass für das Grauwasser. Wir können hier Gasflaschen kaufen, sowohl Stahl als auch Alu. Wir können uns dann hier Brötchen bestellen für den nächsten Tag, die dann hier abgeliefert werden und morgens frisch gebacken abgeholt werden können. Der Stellplatz bietet Platz für alle möglichen Reisemobile. Für jede Größe ist hier ein Platz. Und an jedem Platz befindet sich ein Satellitenanschluss und auch ein Stromanschluss. Wie wir hier sehen können, können wir sowohl quer als auch längs hier stehen. Die einzelnen Plätze dafür sind jeweils ausgewiesen. Nach dem Bezahlen wird hier einfach die Karte eingesteckt und die Schranke öffnet sich für die Ausfahrt. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich behilflich sein mit meinem Video. Und würde mich freuen über einen Daumen nach oben und lasst auch gerne einen Kommentar da. Und als letztes sage ich wie immer ciao ciao und bleibt alle gesund.